ich habe in unseren beiden Five Villages die Erfahrung gemacht, dass Community for the sake of Community sehr herausfordernd ist. Dass wenn wir alle mit der Main-Intention herkommen, weil wir Community wollen, dann werden wir wahrscheinlich nicht Community bekommen. Wir haben sowohl am Anfang als auch am Ende unserer Journey einen State, wo wir viel empfangen und eher weniger geben. Und in der Mitte eine lange Phase, in der wir mehr geben, als wir empfangen. Und das, für mein Gefühl, darf so auf so eine Lebensspanne von 125 Jahren irgendwie sich in Balance halten. Und wenn das in Balance ist und das bei allen Menschen auf diesem Planeten in Balance wäre, glaube ich, dann würden wir eine ganz andere Welt haben. Mhm. Und der State of the World, den wir im Großen sehen, ist eigentlich, zeigt uns, dass der Großteil der Bevölkerung nicht mit 16, 18, 20, 22 an den Punkt kommt, dass sie mehr contributed, als sie empfängt. Ich habe in unseren beiden Five Villages die Erfahrung gemacht, dass Community for the sake of Community sehr herausfordernd ist. Mhm. Also wenn wir alle mit der Main-Intention herkommen, weil wir Community wollen, dann werden wir wahrscheinlich nicht Community bekommen. Und wenn wir aber sowohl herkommen, als auch generell in unserem Leben unterwegs sind mit einer Main-Intention von Being of Service, dann werden wir wahrscheinlich als Nebenprodukt auch noch Community bekommen, wenn wir das gemeinsam mit anderen Menschen machen, die auf einer ähnlichen Journey unterwegs sind. Wenn wir nur für Community herkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass solche Sharing Circles wie heute Morgen uns irgendwie belasten, weil wir denken, oh, jetzt ist gerade keine Community, weil es sind irgendwie Themen im Raum und es ist irgendwie schwierig und da fühlt sich gerade diese Verbundenheit gerade nicht so sehr an. Und dann steigern wir uns da rein und dann wollen wir auf Teufel komm raus irgendwie alles sofort irgendwie auflösen, um wieder in so ein schönes, wohliges, warmes Community-Gefühl reinzukommen. Und das führt meistens zu dem Gegenteil. Und dann verlieren wir uns in irgendwelchen kleinen Feinheiten. Und ja, das ist ein Learning, was ich machen durfte. Oh, voll eine gute Session heute hier. In einem kleinen Outdoor-Seminarraum. Heute geht es um Service. Denn ich glaube, Community ist ein Nebenprodukt von Service. Wenn ich mich auf meine letzten Community-Erfahrungen zurückschaue, dann stelle ich fest, dass Community for the sake of Community Menschen zusammenbringen, die Gemeinschaft wollen, weil sie Gemeinschaft wollen, nicht wirklich gut funktioniert. Und Community ein Beiprodukt ist, wenn Menschen zusammenkommen, die für etwas Gemeinsames losgehen, einen gemeinsamen Service sich verschrieben haben, im Großen wie im Kleinen, und dann entsteht Community ganz nebenbei. Und das ist das, was wir machen. Custodia ist nicht für Community da. Custodia ist für Service da. Um Custodianship zu leben, um Hüterschaft zu leben, um die Werte in die Welt zu bringen, nach denen unsere Herzen rufen. Und Gemeinschaft ist das, was on the side passiert. Und um da noch klarer zu sein, wie steht es um unseren individuellen Service? Gehen wir im nächsten Schritt in diese vier Realms rein. Being of service in our families, in our communities, in our organizations and service to the whole of Gaia, zum Planeten an sich. Und in diesen vier Bereichen zu denken, hilft uns da Stück für Stück näher zu kommen. Unserem maximalen Potenzial, unserem größtmöglichen Service für das große Ganze und für das Kleine. Beides. Mikro- und Makrokosmos.
also wenn ich privat einkaufe, so viel Plastik wie nur möglich zu vermeiden. Versuche alles möglichst unverpackt einzukaufen, gehe auch in unverpackt Läden, kaufe lokal auf dem Markt, so, wo es irgendwo geht. Wenn ich spazieren gehe, im Wald sammle ich meistens den Müll mit auf. Na, ist auch ein Thema irgendwo in der Ernährung mit drin, wo ich darauf achte. Und gleichzeitig ist da noch massives Potenzial, dass ich aber vor allem eher in meinem persönlichen Rahmen eher so auf Organisationsebene sehe, wirken auf den Bereich der Erde. Auch das ist so mein persönliches Check-in gerade. Yes. Danke. Gerne. Danke, dass du da bist. Darf ich eine Frage dazu stellen? Gerne. Wie geht's dir mit dem State im Bereich Familie? Ja, ist schwierig, ne? Wie geht's mir damit? Es ist halt irgendwo so eine Mischung aus. Noch nicht ganz für mich entschieden zu haben, wie meine Rolle in dem Bereich aussehen soll und wie viel Energie ich da gerade investieren möchte, darf, soll, weil wir halt einfach auch sehr unterschiedliche Charaktere sind und von der natürlich da schon sehr viele Unterschiede einfach da sind und auch irgendwo Unverständlichkeiten und Co. Und gleichzeitig wäre es natürlich schön, wenn sich das ändert, ne? Ja. Ich finde, das dockt so schön an dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Dass ja um den individuellen Service geht. Ich glaube, in dem Moment, wo wir in unserer Familie Dinge tun, um Dinge zurückzubekommen, ist das sehr schwierig. Mhm. Und dann hängen wir uns daran auf, die anderen verstehen mich nicht und so weiter. Mhm. Und in dem Moment, wo wir wirklich from the place of service kommen, wie kann ich diesem Familiensystem gerade dienen? Was braucht das, was kann ich gerade reingeben, weil ich die Kapazität dazu habe und nicht um etwas zu bekommen, nicht damit meine Eltern stolz auf mich sind und so weiter, auch wenn das natürlich ein großer innerer Wunsch von jedem von uns ist. Hm. Ja, aber so diese Perspektive versuchen einzunehmen von, wie kann ich dem dienen? Und auch wenn der Onkel immer irgendwie doofe Fragen stellt und ich den eigentlich auch gar nicht mag, so wie kann ich einen positiven Beitrag zu seinem Lebensweg haben? Mhm. Ohne etwas da für mich rauszuziehen. Einfach weil ich die Capacity dafür habe und weil ich weiß, dass dieser Bereich wichtig ist. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwer, weil in den anderen Bereichen, Organisationen und Community und so, suchen wir uns die Leute aus und da ist häufig so ein Gefühl von, okay, da kriegen wir Dinge schnell zurück so und im Familienkontext fühlt sich das häufig nicht so an. Mhm. Und gleichzeitig, glaube ich, ist genau da auch unser Service gebraucht. Mhm. Mhm. Sehr krass. Das ist häufig der schwierigste Space. Mhm. Ja, danke dir. Wenn wir Menschen zusammenkommen, die alle mit dieser Haltung von Being of Service zusammenkommen, dann ist es so einfach, wirklich einen Überfluss zu kreieren. Auch global gesehen. Und wenn aber nur ein kleiner Teil, keine Ahnung, wir kommen jetzt hier als Gruppe zusammen, zwei kommen hierher, um es zu serven und der Rest kommt her, um irgendwie eine geile Zeit zu haben, dann wird es schwierig. So. Aber wenn alle Personen hier mit dieser Haltung zusammenkommen, dann ist es, glaube ich, so einfach, ein Gefühl von Fülle zu erschaffen. Weil hier wird das reingeben, hier wird das reingeben, hier wird gekocht, hier wird abgewaschen, hier wird mit den Kindern dies, das und so. Aber wenn alle mit so einer Haltung reinkommen, glaube ich, dann ist Fülle echt einfach. Und das Gleiche, glaube ich, global auch. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man eigentlich machen kann als Mutter. Da ist Mutter Erde auch sehr dankbar dafür. Genau. Und gleichzeitig darf es auch einfach mehr vertraute Bezugspersonen geben, sodass halt weniger an dir hängt. Das stimmt. Ja, mein Melo. Lachen die? Du? Ja.
Dankeschön. Ja, danke. Ja. Tut Nacht? Ja? Nein. Gute Nacht. Wenn es halt geht, dann muss halt in jedem Restaurant so rumgehen. Jeder muss jeder sowieso. Genau, ich habe hier ein Aperitif aus dem Kraut, was wir heute Morgen entdeckt haben. Das ist ein Sonnentee. Also das heißt, es ist einfach nur in Wasser und in die Sonne gestellt, in einem Glas. Und wer möchte, kann es einfach probieren. Das hat einen milden Geschmack angenommen von der Pflanze, aber ganz mild. Oder? Und ich habe mir Gedanken gemacht, was so gesunden Genuss betrifft, dass quasi alles so mit berücksichtigt ist. Und deswegen würde ich so die Menüreihenfolge empfehlen. Erst Salat, weil das am schnellsten verdaut wird. Und zum Schluss die Proteine, also hier den Tofu. Ah, okay, deswegen extra. Genau. Und es gibt ganze Backofenkartoffeln vom Biohof. Die sind super lecker. Die haben schon. Nicht in der Reihenfolge, aber. Und zu den Kartoffeln würde ich auch Pfeffer empfehlen, weil es auch bei der Verdauung hilft. Aus dem Ayurveda habe ich das. Genau, und lasst noch ein bisschen Platz für. Dong. Ui, natürlich. Für lasst euch überraschen. Ich liebe die Einfachheit des heutigen Essens. Danke dafür. Oh, vielen Dank. Wunderschön. Salat für mich? Nee. Wunderschön. Dafür haben wir doch den Salat bestellt. Die Hände sind doch viel besseres Salatbesteck. Okay. Endlich mal was, was Spaß macht. Yippie. Call with Leo. Balancing these four realms of Deutsch. diese vier Bereiche, denen wir auf Service sein können, die miteinander auszubalancieren, ist definitiv nicht leicht. So sehr ich es liebe, mit Leo zu sein und generell in dem ganzen Familiencontainer mit meiner Oma und so weiter, ist wunderschön. Da habe ich in den letzten Jahren schon ganz viel Liebe, Heilung, Verbundenheit reingebracht. Bin ich sehr glücklich mit und gleichzeitig in dem Organizational, in dem Work-Realm ebenfalls zu serven, hier Custodia und parallel Community aufzubauen. It's not easy. Und gleichzeitig ist das Spielfeld, in dem wir sein dürfen, in dem ich sein mag. Auf allen vier Ebenen parallel das in die Welt zu bringen, dass ich mehr sehen möchte. Liebe, Verbundenheit, Flow, Togetherness. Und sie befruchten sich alle gegenseitig. Das ist das Schöne. Und gleichzeitig erfordern sie unser maximalstes Potenzial von uns. Jeden Tag aufs Neue. Und deswegen ist es so wichtig, an meiner eigenen Verkörperung zu arbeiten. In der Integration der vier Archetypen, über die wir die letzten Tage viel gesprochen haben. Ja, morgen werden wir daran andocken. Da geht es in unsere individuellen Quests rein. Unsere individuellen Missionen für diese Custodia Journey, sowohl hier in Polen vor Ort als auch danach weiter online. Was sind unsere Missions, auf die wir gehen möchten, in den vier Realms of Service? Ja, um unseren Beitrag in unsere Familien, unsere Communities, in unsere Organisationen und zum großen Ganzen
dieses Planeten immer weiter zu steigern, zu steigern, zu steigern. Ja, mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere Rolle zu erfüllen, für die wir hier sind. Exciting journey. Hat sehr viel Freude und gleichzeitig sehr stretching. Diesen Gap zu halten und natürlich jetzt auch parallel zu Hause auf Bali die ganze Zeit viele spannende Dinge passieren, rund um das Grundstück, mit der Lawyerin gerade wieder im Austausch gewesen. Ja, Schritte gehen voran. Bin kurz davor, meine langfristige Aufenthaltsgenehmigung für Indonesien zu bekommen, die ich beantragt habe vor einer Weile. Wird hoffentlich bis nächste Woche Samstag, bis ich zurückfliege, durch sein und dann muss ich nicht mehr ein- und ausreisen, Visum beantragen und so weiter, sondern mache einen weiteren Schritt in Richtung zu Hause, in Richtung Setteln. Die Dinge passieren, die Dinge geschehen, die Dinge kommen ins Rollen. Ganz, ganz schönes Gefühl.